Servus, Savadi Rapp und Ai Gude, der Stefan hier. Stefans Pattaya Wochenschau, immer wieder sonntags. Heute die 10. Ausgabe. Und so viel ist gar nicht passiert in Pattaya. Oder doch? Ja, Dreisat hatte letzte Woche wieder diese fingierte Reportage gezeigt. Da muss ich 2, 3 Sätze drüber verlieren. Dann haben wir hier aktuell das Fruit Festival. Da zeige ich euch ein paar Bilder. Mein letztes Video unterwegs mit Pius hat so ein bisschen Aufsehen erregt wegen einer jungen Dame, die zu sehen war. Darüber erzähle ich euch auch noch ein paar Sätze. Also seid gespannt. Es geht los. Da gab es auch letzte Woche tatsächlich auf Dreisat eine Reportage, die Rückkehr der Sextouristen, eine fingierte Reportage, die vor Monaten schon im Regionalprogramm NDR 3 gelaufen ist und später auch bei Bayern 3 ausgetragen wurde. Ich habe immer gedacht, Dreisat ist ein seriöser Sender, aber es ist halt auch Staatsfernsehen und mit solchen Reportagen kann man gern von den Problemen ablenken, die man im eigenen Land hat. Ein Review zu der Reportage, da oben verlinke ich es nochmal, habe ich schon gemacht. Da habe ich auch keine Lust mehr, mich nochmal drüber auszulassen. Ich habe mich einmal über diese Lüg-Filmproduktion ausgelassen und hier auch nochmal speziell über den NDR, das Dreisatz, den Scheißdreck dann übernimmt. Also da bin ich wirklich erschüttert. Aber Themawechsel. Ich hatte euch die Solbuer Kau vorgestellt und den Gitarrenladen, der jetzt unter der geöffneten Straße leiden muss. Eine Woche zuvor war da noch eifrig Musik gewesen. Das Video hatte ich euch damals vorenthalten, weil ich es nicht gefunden habe. Jetzt ist es wieder da. Also schaut rein, so sieht es da aus, wenn musiziert wird. Ja, ihr seht, hier in Pattaya ist immer irgendwas los. Beliebteste Plätze für große Veranstaltungen. Zum einen der freie Platz vorm Terminal 21. Da ist wieder ein Colorful Festival. Da habe ich noch keine Bilder drüber gemacht. Es findet demnächst eine Sportveranstaltung statt hier an der Beach Road. Da werde ich auf jeden Fall drüber berichten. Und aktuell auf dem großen Platz vor dem Central Festival und der Beach Road ist auch wieder was los, aber schaut selbst. Auf dem Platz zwischen Beach Road und dem Central Festival, das Fruit Festival. Im Mittelpunkt natürlich die Durian, die teuerste Frucht der Welt. Und wer das weiß, sieht, hier ist ein Vermögen aufgestapelt. Die Durian hier in allen Formen zu bekommen, getrocknet, frisch zubereitet oder auch an einem Automaten, tiefgekühlt, erhältlich. Natürlich sind auch alle anderen Früchte hier auf dem Markt vertreten. Verkostung wird an fast jedem Stand angeboten. Einfach mal probieren, gucken, ob es schmeckt. Das, was hier paniert und später frittiert wird, ist die Checkfrucht. Die habe ich euch schon vorgestellt, als ich auf dem Ratanakorn war.
Ich verlinke euch das Video nochmal oben rechts in der Ecke. Und die Banane hier in Thailand auch sehr vielseitig in der Zubereitung. Gibt es gefüllt oder wie hier belegt, vorher natürlich auch noch gegrillt. Und die Kokosnuss, einer der Hauptexportartikel. Ob als Kloß zubereitet oder im Fladen taco-mäßig belegt, alles sehr, sehr lecker. Ja, greif schon zu, junger Mann. Die Früchte natürlich. Maracuja, Granatapfel. Rambutan. Und das ist Obst, das kennen wir auch aus den einheimischen Märkten. Wer in Pattaya verweilt und sich das Ganze mal vor Ort und in Live anschauen möchte, das Festival geht bis zum 5. Juli. Und dann war ich unterwegs mit Pius, einem Schweizer, der auch schon seit langer, langer Zeit Videos macht, hier in Pattaya und mit seinem Roller unterwegs ist. Wir haben uns letztes Jahr irgendwann mal getroffen und so einen kleinen Erfahrungsaustausch gehabt. Und jetzt habe ich gesagt, lass uns doch mal gemeinsam irgendwo hinfahren. Und dann machen wir ein Video, du auf deinem Kanal, ich auf meinem Kanal, und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und diese Ausfahrten, die werden wir weiterhin machen. Worauf ich öfters angesprochen wurde, ist das deine Freundin? Die Bezeichnung Freundin ist in Deutschland immer so ein bisschen doppeldeutig belegt. Ja, sie ist eine Freundin. Und in England oder Amerika sagt man Friend, Girlfriend, Boyfriend. Also Boyfriend ist es auf jeden Fall nicht, sie ist eine Frau. Girlfriend ist es eigentlich auch noch nicht. Also sie ist auf jeden Fall ist es eine Freundin. Die habe ich rein zufällig kennengelernt. Ich war mit Freunden unterwegs in einer Musikbar und haben da unser Bier getrunken. Und am Nachbartisch waren ein paar Mädchen, die haben einen Geburtstag gefeiert. Und ich kam mit ihr halt ins Gespräch und wir haben die Telefonnummern ausgetauscht und hatten uns da an diesem Tag eigentlich das erste Mal richtig getroffen, weil ich habe sie angerufen und habe gesagt, willst du mitfahren? Und sie sagte, prima, ich habe frei an dem Tag, komme ich gerne mit. Und das war's auch. Und dann müssen wir mal schauen, was sich da weiterentwickelt. Und ich bin eigentlich der Meinung gewesen, sie ist zu jung für mich, obwohl sie auch schon auf die 40 zugeht. Aber wenn sie der Meinung ist, ich bin im richtigen Alter, dann ist das halt so. Und ich habe beim Eckhard von Hirschhausen, da muss ich gerade mal meinen Laptop aufmachen, im vorletzten Fokus war es, glaube ich, gewesen, unter dem Titel Jetzt kommen die glücklichen Jahre. Entspannter, zufriedener und mit sich selbst im Reinen. Die zweite Lebenshälfte kann eine wunderbare Zeit sein, wenn wir uns auf das Älterwerden gut vorbereiten. Und Eckhard von Hirschhausen hat da an sich selbst geschrieben, lieber jüngerer Eckhard. Und da ist ein sehr schöner Satz drin, jeder Mensch hat zwei Leben. Und das zweite beginnt, wenn du verstehst, dass du nur eins hast. Und so ist das auch. Und deshalb sage ich euch zum Schluss auch immer, habt Spaß und genießt das Leben.
Und die junge Dame, die ich gerade kennengelernt habe, die habe ich eingeladen. Ich wollte mal was Gutes tun. Wir gehen gleich ins Kino, deshalb wird es heute auch etwas kürzer. Und ich kann euch auch raten, tut Gutes, habt Spaß und genießt euer Leben. Oder wie manchen Prominenten in den Mund gelegt wird, wir kommen hier nicht lebend raus. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Stefan.